Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Bevor das Video losgeht, habe ich noch eine klitzekleine Werbung für euch, also eine Kooperation mit der Happiness Boutique. Ich werde euch hier wieder die Zeit einblenden, wo ihr das Ganze überspringen könnt, wenn es euch absolut nicht interessiert. Aber ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch diese paar Minütchen noch reinzieht. Ich durfte mir, wie immer, drei Produkte aussuchen und die werde ich euch jetzt einmal ganz kurz vorstellen und am Ende sage ich euch auch nochmal so ein paar Infos. Das Ganze findet ihr natürlich auch ganz oben in der Infobox und ja, das erste Teil, was ich mir ausgesucht habe, ist diese Kette hier mit dem Mondanhänger. Ich weiß nicht, ob ihr da so drauf achtet, irgendwie, was ich für einen Schmuck in den Videos anhab, aber ich hatte mir auch schon mal eine Kette ausgesucht, wo so ein kleinerer Mond dran war und der war ja auch in einer anderen Richtung sozusagen an der Kette befestigt. Dieser Mond hier ist ein bisschen größer, aber ich finde, es sieht ganz gut aus, wenn man da gerade irgendwie so ein schwarzes Top oder so unterzieht, wo der Mond dann so auf dem schwarzen Stoff liegt. Also das habe ich jetzt einmal schon getestet und ja, ich finde, da sah das besonders schön aus mit dem Kontrast so. Also falls ihr so Mond und Sterne auch sowas gerne mögt, dann ist das natürlich ideal für euch. Das zweite, was ich mir ausgesucht habe, ist diese Sternenkette. Also da ist ein einzelner Stern dran. Die kombiniere ich jetzt immer mit dieser, ja, mit dieser Kette, wo ganz viele Sterne dran hängen. Die ist auch von der Happiness Boutique. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich die schon habe. Vielleicht schon ein paar Monate oder so. Aber ich finde, das sieht zusammen irgendwie mega schön aus. Auch so von den Längen, weil die ein bisschen kürzer ist mit dem einzelnen Stern. Das letzte, was ich mir ausgesucht habe, ist dieses Armband hier mit dem Buddha dran. Ich muss sagen, ich interessiere mich in letzter Zeit auch für diese Religion und so dieses Seelenthema und so. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass die das neu in der Auswahl hatten, diesen Buddha-Anhänger. Ist ja eigentlich jetzt auch egal. Auf jeden Fall fand ich die ganz cool und habe mir die deswegen auch noch ausgesucht. Ja, es gibt natürlich auch wieder einen Rabattcode namens, Überraschung, Marshmallow. Und von wann bis wann der gültig ist, das findet ihr in der Infobox. Auf jeden Fall ist der gültig ab einem Einkaufswert von 19 Euro und dann kriegt ihr 10% Rabatt. Und das war's auch schon. Voll das abrupte Ende von dieser Werbeunterbrechung. Würde ich mal sagen, gehen wir direkt in den Fall rein. Übrigens muss ich mich vorab noch einmal entschuldigen, denn ich habe nach dem Videodreh bemerkt, dass ich leider noch Rotkohl im Gesicht habe. Also deswegen wundert euch nicht über die Flecken an meinem Mund. Pauline Piekert, ich spreche das Ganze jetzt einfach mal deutsch aus, wuchs in der Bretagne auf einer kleinen Farm. Die Bretagne liegt in Frankreich und diese Farm lag in einem kleinen Dorf, mal wieder so ganz typisch, jeder kennt jeden. Und deshalb hatten die Eltern eigentlich auch absolut keine Bedenken, ihre Kinder draußen in der Natur spielen zu lassen. Es gab viele Tiere, natürlich wenig Verkehr und auch die Nachbarn kannten sie ganz gut. Und sie konnten sich wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass in dieser Idylle irgendetwas passieren könnte und waren sich eigentlich immer ziemlich sicher, dass dieses Dorf ein wirklich, wirklich sicherer Ort für ihre Kinder war. Im April 1922, zu diesem Zeitpunkt war Pauline 2 Jahre alt, durfte sie mittags draußen ein bisschen spielen. Anscheinend spielte sie alleine. Sie hatte mehrere Geschwister, ich weiß nicht genau wie viele, auf jeden Fall Brüder und Schwestern. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt wohl alleine draußen gespielt und ihre Mutter war gerade dabei, auf der Farm das Mittagessen zu kochen. Irgendwann war das Mittagessen dann auch fast fertig gekocht und die Mutter wollte schon mal Pauline reinholen, damit sie sich schon mal an den Tisch setzen konnte und rief draußen nach Pauline.
Ich habe leider keine Informationen darüber gefunden, wie weit sich Pauline normalerweise beim Spielen vom Haus entfernt hat oder wie weit es ihr auch erlaubt war, sich vom Haus zu entfernen. Aber die Mutter konnte sie nirgends sehen und rief sie dann immer und immer wieder. Aber von Pauline gab es keine Spur. Kurz darauf suchte sie dann das ganze Grundstück ab, was anscheinend ziemlich groß war. Aber sie fand nirgends auch nur eine einzige Spur von Pauline. Kurz darauf wurden natürlich auch Polizei und so weiter eingeschaltet, weil einfach ja fast klar war, dass irgendwas passiert sein musste. Es war untypisch für Pauline, dass sie einfach so verschwand, obwohl man das bei einem 2-jährigen Kind jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen kann, dass es untypisch ist, weil man ja in dem Alter irgendwas entdeckt, was einen interessiert oder dass man da so sehr drauf fokussiert ist und vielleicht sich schnell verirren kann. Es wundert mich sowieso, dass das Mädchen mit 2 Jahren wirklich alleine draußen spielen durfte und die Mutter sie scheinbar nicht wirklich im Blick hatte. Aber das ist ja nochmal eine andere Sache. Ich denke mir mal, die Mutter war sich halt, wie gesagt, ziemlich sicher, dass draußen nichts passieren konnte in diesem sicheren Dorf. Nach tagelanger erfolgloser Suche gab es dann plötzlich eine sehr faszinierende Entdeckung, sage ich mal. Denn im 320 Kilometer entfernten Cherbourg fand eine Frau, die bis heute leider nicht ausfindig gemacht werden konnte, ein Mädchen und gab es sozusagen bei der Polizei ab, weil es ein Mädchen war, was so ein bisschen einsam umherirrte und das Ganze war eben schon so ein bisschen auffällig. Und bei ihr war weit und breit kein Erwachsener zu sehen. Die Polizei war sich dann ziemlich sicher, dass es sich bei diesem Mädchen um Pauline handeln musste. Wie sie jetzt 320 Kilometer entfernt in diesen anderen Ort gekommen war, das war zunächst unklar. Aber man benachrichtigte natürlich sofort die Familie Picard, die daraufhin auch mit dem Zug anreiste, also die 320 Kilometer weit fuhren mit dem Zug. Und als sie das Mädchen sahen, waren sie sich auch ziemlich sicher, dass es ihr Mädchen Pauline war. Pauline schien ihre Eltern nicht wiederzuerkennen, aber man nahm das Mädchen dann schließlich mit zu den Picards und dort sollen auch die Nachbarn bestätigt haben, dass es sich bei diesem Mädchen auf jeden Fall um Pauline handelte. Und warum sie jetzt ihre Eltern nicht wirklich erkannte, lag wohl anscheinend laut einigen Ärzten daran, dass sie so etwas wie ein Trauma hatte. Sie war traumatisiert. Man wusste ja nicht, was sie Schreckliches erlebt hatte. Und deswegen wälzte man das Ganze einfach so ein bisschen auf ihre wohl sehr schlimmen erlebten Tage in den letzten Tagen ab. Die Geschwister von Pauline sollen sie auch sofort erkannt haben und somit war eigentlich für alle klar, dass es sich bei dem Mädchen um Pauline handelte, die anscheinend sehr schreckliche Tage hinter sich hatte. Am 26. Mai 1922, also einen guten Monat später, gab es dann eine unfassbar schreckliche Entdeckung, die ganze Geschichte nochmal um 180 Grad drehen sollte. Denn man machte 800 Meter von der Farm entfernt eine ziemlich, ziemlich schreckliche Entdeckung. Und wenn ihr jetzt so richtig brutale Sachen nicht hören könnt, dann hört jetzt lieber vielleicht eine Minute weg. Man fand einen kleinen Kinderkörper und dieser Körper war schon ziemlich entstellt. Also dieser Körper hatte keinen Kopf mehr. Es fehlten Hände und Füße. Das war natürlich ein sehr, sehr gruseliger Fund, gerade in dieser idyllischen Umgebung. Und dieser Körper war scheinbar ziemlich verletzt. Man war sich im Nachhinein nach der Untersuchung nicht sicher, ob es Messerstiche waren oder ob das von irgendwelchen Tieren stammt, die diesen Körper vielleicht irgendwie angefressen haben oder so. Und auch, dass Füße und Hände und Kopf fehlten, wälzte man zunächst darauf ab, dass wahrscheinlich irgendwelche Tiere das abgegessen haben. Wobei das halt sehr ungewöhnlich ist, weil Tiere sich normalerweise als erstes, wie ich das gelesen habe, an den Körper machen und eigentlich nicht zuerst, also an das mittlere Stück vom Körper und nicht zuerst die Hände oder die Füße abessen würden. Ach, das tut mir leid, das ist so ekelhaft. Aber ich durfte das natürlich nicht unerwähnt lassen, weil das in diesem Fall ziemlich, ziemlich wichtig ist.
Das Gebiet, in dem man diesen kleinen Körper gefunden hatte, wurde auch davor schon unzählige Male abgesucht und deswegen war man sich auch ziemlich, ziemlich sicher, also wirklich zu 100% sicher, dass der Körper dort im Nachhinein erst abgelegt werden musste. Und laut dieser Theorie, dass die Verletzungen an dem Körper von Tieren stammten, laut dieser Theorie hätten dann ja wahrscheinlich Tiere diesen Körper dort im Nachhinein abgelegt, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist. Und noch ein sehr erstaunlicher Fakt, sage ich mal, ist die Tatsache, dass man neben diesem kleinen Körper auch noch einen Männerschädel fand. Dieser Schädel gehörte eindeutig nicht zu diesem Körper, denn es war ein Männerschädel von einem ausgewachsenen Mann, der anscheinend auch einen Bruch aufwies. Neben diesem Körper fand man außerdem noch einen Stapel mit zusammengefalteten Klamotten. Diese Klamotten waren wirklich extrem sorgfältig zusammengefaltet und die Familie Picard konnte dann auch bestätigen, dass es die Klamotten waren, die Pauline an ihrem letzten Tag getragen hatte, also an dem Tag, als man sie noch das letzte Mal auf der Farm gesehen hatte. Leute, es tut mir leid, dass der Ton sich die ganze Zeit anders anhört, aber irgendwie ist mein Mikrofon kaputt und deswegen muss ich das jetzt letztendlich nochmal mit dem Handy neu aufnehmen. Auf jeden Fall gab es zu der Zeit natürlich auch noch keine DNA-Tests, aber da man den Körper sehr nah bei der Farm gefunden hatte und auch da Paulines Klamotten so sorgfältig gefaltet neben diesem Körper lagen und da man die Eltern ja auch fragte, ob es sich bei dem Körper um Pauline handelte, ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie das für die Eltern war, diesen zerstümmelten Körper anzuschauen, war man sich ziemlich sicher, dass es sich dabei auch wirklich um Pauline handeln musste. Und den Eltern war nun natürlich auch klar, dass Pauline nicht mehr am Leben war, dass es nicht das gefundene Mädchen war und dass ihre Tochter tot war. Dieses andere Mädchen, was jetzt gerade bei ihnen lebte, war also anscheinend nicht Pauline. Und natürlich stellt sich die Frage, wie kann das passieren, dass man sein eigenes Kind nicht mehr erkennt. Ist ja eigentlich genau das Gleiche wie bei dem Fall Bobby Dunbar. Ich kann es nicht verstehen, wie sowas passieren kann, außer das Mädchen sei jetzt Pauline irgendwie zu 100% ähnlich, aber ich denke mal, wenn sein eigenes Kind auch nur ein paar Tage verschwunden ist, hat es sich ja auch noch nicht mal irgendwie verändert und man wird es ja eigentlich zu 100% auch wiedererkennen, sei es auch nur an irgendeinem kleinen Leberfleck oder an einer Narbe oder keine Ahnung, an der Art und Weise, wie es sich bewegt oder wie es spricht. Und das ist für mich einfach so unbegreiflich, aber es wird ja immer wieder gesagt, dass Leute sich das vielleicht dann versuchen einzureden, weil sie mit diesem Verlust nicht klarkommen können. Aber die Nachbarn haben ja auch bestätigt, dass das Mädchen, was gefunden wurde, Pauline ist. Das kann natürlich entweder sein, dass die Nachbarn vielleicht gar nicht genau wussten, wie Pauline eigentlich aussieht und das Mädchen dem tatsächlich sehr ähnlich sah, oder es hatte noch andere Gründe. Im Dorf kursierten auch einige Gerüchte, nämlich dass eine andere Familie die richtige Pauline sozusagen wahrscheinlich entführt hat, weil das Mädchen, was tot aufgefunden wurde, die Tochter einer anderen Familie ist. Also irgendwie ganz wirre Geschichten kursierten da im Dorf rum. Wahrscheinlich auch einfach, weil man es nicht realisieren wollte. Dass einfach so etwas Schreckliches in diesem sonst so friedlichen Dorf passiert war. Es gab dann auch einen Verdächtigen. Das war zu einem Zeitpunkt, als Pauline, also als dieser Körper von ihr, der höchstwahrscheinlich von der echten Pauline ist, bevor man den gefunden hatte, war wohl ein anderer Farmer einmal bei den Picards zu Hause und sagte zu den Eltern, ob sie sich wirklich sicher sind, dass das Mädchen, was 320 Kilometer entfernt gefunden wurde, auch wirklich ihre Tochter ist. Er hatte wohl sehr hysterisch auf einmal angefangen zu lachen und meinte dann, oh Gott, ich bin schuldig. Und was er mit diesem Ich bin schuldig meinte, weiß man bis heute auch noch nicht ganz, ob das sozusagen vielleicht ein Geständnis für den Mord an die richtige Pauline war oder ob er wirklich einfach nur wahnsinnig war und da irgendwas von sich gegeben hat. Dieser Mann ist kurz darauf auch in eine Art Psychiatrie gekommen
und war somit auch aus dem Dorf ausgeschlossen. Es wird auch noch spekuliert, ob die Eltern irgendwas mit der ganzen Sache zu tun haben, ob sie Pauline vielleicht umgebracht haben und dann im Nachhinein erst dort hingelegt haben. Aber ich persönlich finde, das macht nicht wirklich Sinn, weil ich meine, wenn sie es gewesen wären, hätten sie Pauline ja theoretisch dann einfach verschwinden lassen können, als sie das andere Mädchen dort gefunden haben. Und sie wären ja auch nicht zu der Leiche gegangen und hätten gesagt, oh ja, das ist leider doch unsere Tochter. Das Mädchen, was wir gefunden haben, ist nicht Pauline. Also das, ja, finde ich nicht so wahrscheinlich. Was ich aber auch noch sehr gruselig finde, ist irgendwie, dass dieser Männerschädel niemandem zugeordnet werden konnte. Das heißt, entweder wurde der irgendwie von einem Friedhof oder so ausgegraben oder es muss in der Umgebung ja noch irgendeinen anderen Mordfall gegeben haben, von dem man bis heute irgendwie auch nichts wirklich weiß oder wo man irgendwie keine Verbindung herstellen konnte. Es gibt eben die Theorien, dass die echte Pauline vielleicht einfach sich verirrt hat und dann erfroren ist. Also so wurde das auch offiziell jetzt abgestempelt, der Fall, dass sie einfach erfroren ist und dann von Tieren sozusagen im Nachhinein dorthin geschleppt wurde. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, denn dann fragt man sich natürlich wieder, warum lagen ihre Klamotten so sauber zusammengefaltet neben diesem Körper und warum lag daneben auch noch ein Männerschädel? Aber in dem Dorf soll es wohl auch noch einige Farmer gegeben haben, die so ein bisschen unter Verdacht geraten sind, weil die sich auffällig verhalten haben. Aber dazu habe ich jetzt auch keine genaueren Informationen gefunden. Aber für mich steht eigentlich auch fest, dass die echte Pauline auf jeden Fall ermordet worden ist. Ihr fragt euch natürlich auch, was ist dann aus dem anderen Mädchen geworden. Dieses Mädchen ist wieder zurück in das Dorf gekommen, wo man sie auch gefunden hatte, also in diesen Ort, der 320 Kilometer von den Picards entfernt war. Und dort kam sie dann in ein Waisenhaus und starb 1924, also schon 2 Jahre nach dem ganzen Vorfall, leider an Masern und hatte ein sehr, sehr kurzes Leben. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Fall. Er ist leider wieder ungelöst und mich würde mal sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Denkt ihr irgendwie, die Familie selber hat irgendwas damit zu tun oder denkt ihr, sie ist wirklich erfroren? Aber das erklärt natürlich nicht, wie die Klamotten dahin gekommen sind. Denkt ihr, es war dieser verrückte Farmer, der diese Aussage gemacht hat, dass er irgendwie schuldig ist? Oder denkt ihr, es war einfach noch ein anderer, der irgendwie noch gar nicht so in Verdacht geraten ist? Und was hättet ihr am besten gefunden, wenn das Mädchen noch bei der Familie Picard aufgewachsen wäre? Oder findet ihr es richtig, dass man sie wieder zurück in diesen Ort gebracht hat, wo sie dann ins Waisenhaus gekommen ist? Ja, mal wieder ein sehr trauriger Fall auf jeden Fall und ein sehr merkwürdiger Fall und ich denke irgendwie nicht, dass der nochmal geklärt wird. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin. Und vergesst natürlich nicht, die Infobox abzuchecken.